Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wieso sind wir hier alle im Langhals? Wieso? Kurze Insider-Story. Wir hatten die letzte Folge, die ich nicht hochladen kann, weil die Aufnahmekarte abgekackt ist. Ich brauche einfach einen besseren PC. Ich bin ja schon am Sparen, ich habe irgendwie schon 800 Euro oder so zusammen. Aber ich bin trotzdem noch am Sparen, weil ich was richtig Gutes haben will. Mit richtig guter Hardware und so weiter. Unser Plan, letzte Folge, die Folge, die niemand sehen wird, weil sie abgekackt ist, war, dass, ich habe mich, glaube ich, zu dem Lagerfeuer, oder, nee, zu dem haben wir uns hingeportet, dann sind wir hier runter, haben das Gebiet hier gecleared, da war ich nur Monstergekämpfe und so, war nicht ganz so interessant, und dann haben wir den Langhals hier überbrückt. Das ist eigentlich der ganze Inhalt von der verlorenen Folge. War ganz interessant, weil wir ziemlich viel Zeug überbrückt haben, also auch mit Verwüste überbrücken und gegeneinander kämpfen lassen und so, war eigentlich ganz funny, aber kann nichts machen, es ist einfach weg. Und wir haben jetzt quasi die Zwischenquest hier, Heilers Eid, Auftrag. Aloy hat angeboten, einen Heiler zu finden, der ein junges Schattenkater Flüchtlingsmädchen behandeln soll. Ja, die Nebenquest haben wir ja angenommen. Und dachte mir, bevor wir die große Hauptquest weitermachen und zurück ins Noah-Gebiet gehen, machen wir das noch schnell, weil es ist einfach, es bietet sich an. Und wir müssen in die Richtung, ne? Ja, wir müssen da runter. Da ist so viel Zeug, das ist unglaublich. Okay, wir gehen einfach mal runter. Finde ich eigentlich schon ein bisschen doof, dass die Folge weg war. Ich habe mir Mühe gegeben. Ah! Sieht wie ein Sägezahn aus. Nur schwerer bewaffnet. Oh ja. Na toll. Okay. Die letzte Folge ist ja verloren, wo wir die Dullis hier überbrückt haben. Nur lassen wir die doch jetzt mal schön gegeneinander kämpfen nochmal, ne? Man kann man ja mal machen, oder? Nein, kämpf nicht! Ja, okay, dann kann man. Viel Spaß! Nicht auf mich! Kann ja mithelfen. Oh! Hey! Was soll das? Kämpf doch mit dem, der ein bisschen ebenbürtiger ist. Alter! Hallo? Wieso gehst du auf die kleine Ameise, wenn da ein Dinosaurier vor dir steht? Hallo? Hey, Alter! Okay, dazu bleibt meine Kampfmaschine und unbeschädigt. Also unbeschädigt ist sie nicht ganz, aber... Warum ist der auf mich gegangen? Das ist doch voll dumm, die Strategie. So. Nee, das ist echt voll dumm. Nee, Eiszeug brauche ich keins, danke. Heilungszeug, das brauche ich. Was sind das hier eigentlich für Ruinen, wo wir uns heute befinden? Das ist ja auch, glaube ich, der Weg, ne? Nein, das ist nicht mal der Weg. Doch, das ist der Weg, okay. Ja, verwüscht, da kommen Sie bitte mit. So, der Bonnie kommt auch mal. Herr Bonnie, kommen Sie bitte. Reiten wir mal hier entlang. Obwohl ich eigentlich nicht so der Fan von Wüste bin, finde ich das Areal schon ganz geil. Muss ich schon zugeben. Da runter müssen wir. Okay. Ist ja auch einen legalen Weg für das ganze Schlüsselzeugs hier. Wahrscheinlich über den Weg, ne? Was natürlich am meisten Sinn am Ende. So. Geht's denn hier runter? Ja, hier scheint es runter zu gehen. Ist das hier Schattenkarcher-Territorium? Muss ich jetzt meine Tarnrüstung anlegen? Obwohl, das habe ich auch noch nicht gezeigt. Also ich habe es in der letzten Folge jetzt gezeigt, aber ich lasse das jetzt. Was ist das hier? Alter, was ich für viel Zeug habe. Guck mal. Ich habe richtig viel Zeug mit der Rüstung. Also, Outfits können folgenden Statistiken haben, die mit Modifikationen hinzugefügt oder beeinflusst werden können. Das haben wir uns auch noch nicht angesehen. Fernkampfwiderstand, Nahkampfschutz, Tarnung, Feuerwiderstand, Verderbnisschutz, Stockwiderstand und Eiswiderstand. Aha, interesting. Aber wir sind ganz gut gewappnet, glaube ich. Ja, wir sollten ganz gut gewappnet sein. Und wir haben das hier geschenkt bekommen von Silence. Das ist quasi so eine Tarnrüstung. Diese Falkenrüstung dient als gute Tarnung und, stahlt ihre Trägerin gegen Blendungseffekte. Sehr anpassbar. Sehr anpassbar, das hat auch nur eine Modifikation. Egal. Ich bin wirklich gespannt, ob wir dann damit in die Karcher-Hauptstadt gehen können und nur mit diesem Outfit nicht erkannt werden. Und wenn wir das andere Outfit anhaben, dass wir dann angegriffen werden. Das wäre natürlich ein lustiges Gimmick. Ich werde es natürlich testen. So, weiter geht's. Die Schlucht hier runter. So, dann soll der Heiler hier unten sein. Warum ist der hier unten? Warum ist der nicht in der großen Hauptstadt? Wo die ganzen Verletzten sind und die ganzen Flüchtlinge. Warum ist der hier? Verstehe ich nicht. Reitmaschine kann ich diesen Ort nicht betreten. Alles klar. Bleib mal hier bitte. Mein treues Ross.
Oh, hi. Schattenkarte-Soldat, okay. Erkennt mich nicht, finde ich gut. Okay, speichern wir mal schnell. Da drüben, okay. Ist er das da drüben, der da steht? Wahrscheinlich. Hallo! Mister! Wir brauchen Hilfe! Boah, was hat der eigentlich für eine Krankheit? Irgendwas mit Fieber hat der Vater oder der Vorgesetzte von einem kleinen Mädchen gesagt. Irgendwas mit Fieber. Hi. Bist du Galif? Der Heiler? Ich wollte den Tag damit verbringen, auf das Land meines Exils zu starren und mir leid zu tun. Was? Doch du bist nicht aus Sonnenfall. Könnte interessant sein. Ich komme aus der Zeltstadt dort. Ein Mädchen ist krank. Ihr Bruder hat mir von dir... Die Antwort ist nein. Was? Nein, ich habe keine Medizin übrig und schon gar keine Zeit. Was für ein Penner? Meine Vorräte sind schon fast verbraucht. Verbraucht wie die dreckigen Lumpen, die als Verbände dienen. Was? Und wenn ich dich zwinge? Warum sollte ich dich nicht einfach zwingen? Es würde Aufmerksamkeit erregen. Und du willst doch dem einzigen Heiler, der sich mit Schattenkarja einlässt, nichts tun, was? Wir kennen uns kaum, aber doch, es reizt mich. Klär das mit der Zitadelle. Sie entscheiden, wer lebt oder stirbt. Was? Nichts, was du tust, ist so schlimm wie die Bestrafung, wenn ich Vorräte an ein Zeltmädchen verschwende. Warum hilfst du nicht? Sieh's mal aus meiner Perspektive. Das Wenige, was ich habe, wird eingeschmuggelt. Das ist teuer. Der größte Teil davon geht an das Militär. Und dann ist da natürlich die Zitadelle. Helis Falken nehmen öfter ein böses Ende. Der Rest ist für die Adligen, die mich gut für meine Dienste bezahlen können. Ja, ich habe auch 6000 Scherben. Aus meiner Perspektive. Ein Mädchen ist krank. Ich glaube, uns trennen unüberwindbare ideologische Hindernisse. Ach Gott. Du bist das letzte Heiler. Gegen ein Gewissen gibt es keine Heilung, aber inzwischen bin ich ziemlich immun dagegen. Und doch, wenn dir so viel an diesem einen Mädchen liegt, machen wir einen Deal. Meine Wohltätigkeit für ein Donnerkieferherz. Was? Das ist keine Wohltätigkeit. Was? Aber es ist ein Deal. Nein! Ich wäre wieder flüssig. Fick dich! Eine Zeit lang. Pardon. Diese Teile sind nicht gerade leicht zu bekommen. Zufällig haust ein Donnerkiefer im Tal der Omen, nordwestlich von hier. Was? Ich weiß das, weil ich seine zahlreichen Opfer zusammenflicken muss. Ausreißer meistens. Wenn ich das tue, dann nicht für dich. Oh, ich erwarte gar nicht, dass du es tust. Doch ich gehe nachher zur Zitadelle zurück. Was? Du willst mich doch verarschen. Kann ich dir nicht einfach 5000 Scherben geben? Das ist mehr wert wie so ein scheiß Donnerkieferherz. Oh nee, ich habe diesen Tag verflucht, dass der irgendwann kommt. Oh nein. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir an so einem herrlichen Tag... Wo müssen wir hin? Hier rein müssen wir und hier drin ist der große Kampf mit dem Donnerkiefer. Ich hab keinen Bock. Ich hab echt keinen Bock, Mann. Nein. Ich will nicht. Pfui. Oh Mann. Händler, ja bitte. Ich zögere das jetzt hinaus. Brauchen wir irgendwas? Ich hab genug Scherben und so weiter. Brauchen wir einen Seilwerfer oder so weiter? Macht das Sinn? Kriegsbogen. Scharfschutzbogen, Schattenrassler, Sprengschleuder. Ah. Verkaufen. Ja, verkaufen wir ein bisschen was. Nee, ich will nichts verkaufen eigentlich. Oh Mann. Okay, wir werden viel Draht brauchen. Ich will nichts verkaufen, ehrlich gesagt. Auch kein Metallgefäß, aber das ganze Zeug könnte man eigentlich theoretisch verkaufen. Ja, wie viel Wüstenglas wir einfach haben. Okay. Ist okay. Okay, wir sind flüssig. Wir sind einfach... Können wir dir nicht einfach 4000 Scherben geben? Das ist doch egal. Wir brauchen die Scherben nicht. Eigentlich. Aber das ist ja, wir verdienen doch eh genug. Ah, ich hab keinen Bock. Ich hab einfach keinen Bock. Oh Mann. Ich hab diesen Tag verflucht, wo wir gegen diese eine Maschine, gegen diesen einen Widersacher, wo ich noch Schiss vor habe, kämpfen müssen. Gegen den Donnerkiefer. Den T-Rex mit Raketenwerfer, ihr kennt ihn noch, ne?
Mein treues Ross. Wir müssen in die Schlacht. Es hilft nichts. Wir müssen dem Teufel ins Auge blicken. Und die einzige Maschine, die uns wirklich noch bedrohlich werden könnte, Einhalt gebieten. Nee, ich will nicht. Auf geht's. Lagerfeuer entdeckt. Mir scheißegal. Mann, haben wir noch auf dem Weg irgendwas, was wir überbrücken können, was uns helfen kann? Oder vor Ort vielleicht? Ein paar, keine Ahnung, Verwüster? Ein Behelmoth. Ja, ja, nee. Ist ja noch besser. Okay. Wildtierkill. Was war das denn? Rotaugenwächter. Was ist an dem anders? Ich gucke kurz auf die Karte. Wir müssen hier weiter runter, ne? Ja. Dann kannst du hier bitte durch. Kommst du durch? Hallo? Ach komm. Herr Hottehü. So. Gönn mich mal. Nee, du kannst mich mal. Verpiss dich. Der sieht mich nicht. Die Maschine ist schnell. Er sieht mich. Ah! Er hat mich nicht gesehen. Ich hab Schiss, Leute. Ich hab fucking Schiss. Hier ist ein Lagerfeuer. Ja, natürlich ist hier ein Lagerfeuer. Man will hier ja speichern. Ah, nee, ich hab keinen Bock. Gibt's hier nicht vorher noch 1000 Heilkräuter, bitte? Hier gibt's wirklich Heilkräuter. Das war nicht mal eine Heilkraut. Geil. Gibt kein Heilkraut hier. Ich hätte wirklich gern Heilkräuter. Habe ich OP-Tränke? Ich hätte vorher OP-Tränke kaufen sollen. Der Donnerkiefer sollte nicht so schwer zu finden sein. Nee, auf keinen Fall. Ich hoffe nur, ich sehe ihn, bevor er mich sieht. Das wäre reizend, ja. Hier ist nicht wirklich viel Deckung. So das Problem. Kann ich rein aus Interesse, kann ich Donnerkiefer überbrücken? Sind wir schon so weit, dass wir Donnerkiefer überbrücken können? Hier gibt es immer noch Maschinen, die wir nicht entdeckt haben? Ach, jetzt ist der Sturmvogel, glaube ich, den wir noch nicht entdeckt haben. Todbringer. Dieser komische Wurm, habe ich den damals nicht gescannt? Das ist nämlich, glaube ich, der Wurm. Habe ich den damals nicht gescannt? Komisch. Wir überbrücken ist gesperrt. Brutstätte Zeta. Ich hab Schiss. Ich hab keinen Bock. Mann. Ich werde hier schon stampfen. Ich geh nach oben, hab keinen Bock. Ich weiß ja, der hat ein paar Kanonen auf seinem Rücken oder auf seinem Kiefer. Kann man die runterschießen und die dann gegen ihn verwenden? Hier komme ich nicht hoch. Kann man die gegen ihn verwenden? Eine Metallblume. Da ist eine fucking Metallblume. Kein Bock auf die Metallblume. Alter! Ein weiterer Tag ist vorbei. Geil, Nacht. Wieso wächst um die Metallblume so ein Dreieck? Da hinten ist der Dulli. Ach du Scheiße, wie fett ist der bitte? Der macht uns doch One-Hit. Der macht uns doch One-Hit. Oder etwa nicht? Ich werde auf einmal offensiv mit der Sprengerpfeilen draufgehen. Ich will deine Waffe, verdammt! Der hat eine Waffe, die ich verwenden kann. Ich werde mal kurz ein bisschen still sein und mich konzentrieren. Ich wollte sagen, fuck you! Okay, mach das nicht sofort tot. Finde ich sehr sozial. Ist da rein theoretisch noch eine Waffe, die wir runterballern können? Oh shit. Das finde ich nicht sozial. Alter! Aua! Verpiss dich! Oh shit! Aua! Geh weg! Okay, das macht ganz gut Schaden, finde ich gut. Weißt du was?
So, wir holen einfach mal alles, was geht. Auf das Hotte Hü. Alter, was der für Waffen einsetzt. Muss sagen, ich habe im Moment weniger Schiss, sondern eigentlich mehr Faszination für den Dulli. Geh auf! Wir machen eigentlich ganz gut Schaden. Versuchen wir, dass ich den zum Brennen bringe. Oh shit. Aber das sollte ganz reizend sein, wenn wir den zum Brennen bringen. Also gut. Aber einfrieren wäre auch eine Idee. Oh shit. Unser Stärkungstank lässt nach, sehe ich gerade. Hätte ich jetzt einen Seilwerfer, könnte ich den nutzen. Kannst du mal bitte vollbrennen? Oh shit. Oh, der brennt voll. Das finde ich sehr geil. Oh, shit. Bin in der Sackgasse. Sehr geil. Kannst du mich mal wieder runterlassen hier? Hi. Nein, pfui. Geh weg. Wir werden jetzt noch ein bisschen vollballern hier mit Zeug. Ich habe auch Feuerschutz gerade. Keine Munition. Geil, dass wir das. Fuck you! Aber den sollten wir eigentlich down kriegen, wenn er mich hier nicht sandwicht. Warte mal hier. Pfui, geh weg. Was ist die Scheiße? Warte mal, ich teste mal was. Wie effektiv Eis gegen den hier ist. Ich könnte auch nachsehen, aber ich könnte nachsehen im Notizblock, also im Bestiarium oder Maschinarium. Oh, fuck you, ich brauche einen Heilkrank. Gut, dass wir einen PvP-Trank dabei haben. Versuch dir mal zu freezen! Hi! Ich habe hier mal keine Munition, das finde ich sehr geil. So, der Dulli ist gefreezed. Jetzt machen wir nämlich deutlich mehr Schaden, wenn der gefreezed ist. Das finde ich sehr reizend. Warte mal, ich pack noch ein paar mehr Pfeile drauf und dann BATS! Das macht Schaden, siehst du mal. Noch mehr Pfeile, BATS! Alter, 600 Schaden! Alter, jetzt machen wir Schaden! BATS! 500 Schaden! So, das war's mit dir! BATS, Digga! Ja! Wie geil! Der erste Dollarkiefer, Leute, so schwer war's gar nicht. Man braucht nur viele Heiltränke. Was? Schockspule, Handhabung, Schaden. Ja. Packen wir sofort irgendwo drauf. Waffenmodifikation hier. Schaden hätte ich eigentlich gerne auf dem hier, bitte. Da würde ich auch gern ein bisschen Feuer wegmachen. Hier, das hier würde ich gerne austauschen mit Schadenspule. Ja, jetzt ist das Teil OP. Noch mehr Handhabung drauf machen. Wie viel Handhabung kann man haben, bitte? Hier hätte ich gerne Handhabung. Achso, hier können wir das. Ah, dann verbessern wir das Eis und so weiter noch weiter. Das macht eigentlich Sinn. Schock setze ich eigentlich fast nie ein. Ich hätte noch gern für Feuer, ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin. Alter, seht euch den Schaden an, den wir mit dem Teil jetzt machen. Wir machen ein bisschen weniger Feuerschaden. Aber Feuerpfeile setzen wir da eh fast nie ein. Ich könnte mir mit dem komplett auf Schaden gehen. Wir machen jetzt richtig heftig Schaden. Finde ich sehr geil. So. Haben wir das denn jetzt? Sehr schön. Ah, wie geil. Wo ist unser Pony? Nee, ich hab gerne unser Pony, wenn ich ehrlich bin. Oh, da ist noch ein Wächter. War ganz geil. Pony, kommst du bitte? Hi. Ah, dann reiten wir zurück, würde ich sagen. Bei der Zitadelle soll er angeblich sein. Wo ist denn das? Okay, das bringt nicht wirklich was, wenn wir da entlang reiten. Wo müssen wir denn hin? Verarschen wir nicht. Also hier oben ist die Zitadelle. Okay. Leute. Was muss ich?
Hä, das habe ich gerade nicht, richtig gelesen. Was ist hier? Ach, wir müssen wirklich, damit wir da hinreisen können mit dem anderen Outfit. Können wir das nur. Wir müssen das Outfit anziehen, damit wir da nicht erkannt werden, wirklich. Das finde ich schon geil. Das ist schon ein geiles Gimmick. Und bevor ich wirklich einmal rumreite und durch die ganze Wüste, weil da ist alles wieder gerespawnt, höchstwahrscheinlich. Und da ist ziemlich viel. Sicher 10 Verderber. Das ist ungelogen, 10 Verderber mindestens. Also nicht Verderber, Verwüster, also. Die ich eigentlich ganz geil finde, aber trotzdem. Nee, kann ich verzichten. Wir brauchen Schnellreisepakete oder ein legendäres Schnellreisepaket. Oh, dann schließen wir die Quest heute noch ab. Dann haben wir die komplette Quest heute hier gemacht. Finde ich schön. Machen wir heute ein bisschen längere Folge. Wir sind schon bei 20 Minuten, aber das kriegen wir trotzdem hin. Das ist Karcher Feuerwappen-Outfit. Schutz gegen Flammenschaden, Feuerschaden. Ist klar, ja? Haben wir gerade an. Also gerade nicht, aber wir haben es im Inventar. Du kannst die Aufgabe Erstellen-Funktion nutzen, um bestimmte Rohstoffe zu finden, die zum Herstellen oder für Verkauf im Laden erforderlich sind. Ja, ich weiß. Wenn man zum Beispiel für ein Outfit ein bestimmtes Herz braucht, kann man das markieren und dann weiß man genau auf der Karte, wo. Das Essen ist von der Königswitwe Nasadi, Kinder. Ihre Hoheit hilft sehr gern, denn die Zeiten sind hart. Esst, aber bringt auch eurer Familie was, falls ihr eine habt. Ich bin schon leicht traurig. Mann. Ich habe viel von dir gehört. Reitet Maschinen, toller Speer, hübsche Sommersprossen. Ach, wir sind bei einer anderen Quest gerade gelandet, habe ich gerade gemerkt. Wie außergewöhnlich. Wer bist du? Du gehörst offensichtlich nicht zu den Schatten, Kaja. Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass ich ein Vanaschen war. Loch des Sorry. Bin. Ich kenne das Gefühl. Das glaube ich dir. Und Uthid ebenso. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schatten Kaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen, wenn du magst. Ja, wir sind jetzt bei einer anderen Quest gelandet. Die war gerade neben dem Lagerfeuer, komischerweise. Ja, die Quest haben wir eingeleitet, wie wir damals in dem Thronsaal oder in diesem Vorsaal von dem Schattenkartern waren. Ich kenne meine vorherigen Folge oder vor 2-3 Folgen, könnt ihr mal vorbeigucken. Müsst ihr in der Playlist halt nachgucken, wo das genau war. Wer bist du? Okay, dann machen wir das. Hör auf, mir auszuweichen und sag mir, wer du bist. Ich soll damit aufhören? Das ist, als ob ich mit dem Netzsein aufhören soll. Was huscht denn da durchs Bild? Aber ich mag dich. Also verrate ich dir was. Ich habe Freunde in Meridian, denen ich ab und zu gerne einen Gefallen tue. Uthid könnte ihnen nützen, wenn er überlebt. Kann ich dir trauen? Das ist hier die Frage. Ja, das haben wir letztens schon gefragt, ne? Ja, das haben wir letztens gefragt im Thronsalon. Ich tue für Uthid, was ich kann. Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Klein? Such nach 3 toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann, ehrlich gesagt. So, hier drüben sind wir. Aber Leute, wir sagen, das werden wir uns in der nächsten Folge vornehmen. Teaser da voll an, wir machen die Quest heute noch komplett fertig in der Folge. Aber nein. Ein kleiner Cliffhanger, das wird quasi in der nächsten Folge quasi beendet, diese Quest. Könnt ihr euch darauf freuen, ich bin gespannt, was daraus wird. Ich meine, er kann uns das ja nur geben und ich bin gespannt auf seine Reaktion, weil er wird, glaube ich, nicht denken, dass wir da lebend zurückkommen oder dass wir es überhaupt probieren. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, was daraus wird und was passiert, wenn wir den kleinen Mädchen helfen. Bin ich wirklich gespannt. So, Leute, lasst eine Bewertung da und schreibt ein nettes Kommi, konstruktive Kritik und so weiter. Ihr wisst, wie es läuft. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Morgen 15 Uhr, Horizon Zero Dawn. Ciao, Leute.